Der Herr der Ringe, diesmal Yannick Ring, witzigerweise. Nee, Ring heißt du, glaube ich. Mit G am Ende. Mit Ring. G, genau. Und ist ein großer Ring und da hängen viele Schlüssel dran. Das sind die Neuwagen und das sind die Gebrauchten. Und diesmal geht's, warte, ich zeige es euch auch, hier steht es, gebrauchte Mobile. Und das sind Neufahrzeuge. Und was wir hier hinter haben, wenn ich mal kurz nach links stellst, bitte Yannick, du kannst sie wieder runterlassen. Die sind so schwer wie ein Maß Bier übrigens. Ja. Das ist was ganz, ganz, ganz Besonderes. Ist das jetzt ein Allrad? Das ist kein Allrad. Aber Optik sieht fast aus, als wäre es ein bisschen höher gelegt. Nee, auch nicht. Ist nicht höher gelegt, es sind nur die Reifen tatsächlich. Die Reifen. Was ist hier drauf? AT oder was? Genau, All-Terrain-Räder sind das. Boah, was das schon ausmacht für die Optik, das ist ja unglaublich. Das heißt, der kann auf der Wiese mehr machen als genau. Andere. Ja. Da kommt er deutlich besser von der Stelle, sage ich mal. Er ist ein Ticken lauter, also der, aber nicht viel. Also das ist ein sehr, sehr guter Reifen, auch für die Straße. Im Allgemeinen, der Vorbesitzer hat das auch gesagt, es ist ein Gebrauchtfahrzeug. Mhm. Man hört ihn nahezu nicht deutlich mehr, sage ich mal, wie ein Neufahrzeug mit normalen Rädern. Das ist wirklich bemerkenswert, der Reifen. So, und dann hast du hier ein Hümer. Das ist nicht diese günstige Reihe, die es bei Hümer gibt, sondern das ist schon sehr hochwertig. Der Mercedes-Benz, der drunter ist, da machst du auch nichts falsch. Was hat der auf der Uhr gelaufen? Oh, hat es mich erwischt. Ich schau gleich mal drin direkt. Wir gucken gleich mal. Machen wir gleich. Ist kein Problem. Doppelbodenkonzept. Ist das jetzt einer mit dem Doppelboden hier? Ja. Richtig? Das ist schon das SLC-Chassis, heißt super Leichtbau-Chassis. Das können wir auch hier ganz schön erkennen auf der Seite. Einmal von da und hier. Ah, okay, das heißt, der Unterboden ist per se schon mal wärmer wie ganz unten, ist ja klar. Genau, genau. So, deswegen habe ich eine Fußbodenvorwärmung schon mal drin. Genau. Das heißt, die Füße werden nicht so kalt. Erstens das, genau. Vor allem ist da bei dem SLC-Chassis der Vorteil, man kann die ganzen Tanks schon mal in Doppelboden machen. Das heißt, er hat einen sehr, sehr schweren Tiefpunkt, was gerade beim Fahrkomfort oder sowas sehr wichtig ist. Also, das habe ich verstanden. Das Ganze hat diese Klappen. Wie funktionieren die? Das sind jetzt Gasdruckfedern neuerdings. Genau, genau. Die kenne ich nur anders, also wo ich die immer kaputt gemacht habe. Kennst du die? Nee, tatsächlich nicht. Also es gibt so Klappen, die machst du mit so einem Scherenmechanismus auf und zu und dann darfst du die aber nicht zudrücken. Ach so, da ist eine Entriegelung. Eine Entriegelung ist mit drin. Ja. Und wer das nicht weiß, drückt die mit der Entriegelung runter. Ja. Die ist die Klappe kaputt. Ja. Zeig mal hier, was ist hier? Genau. So. Hier haben wir einmal den Frostwächter. Der ist dafür da, dass er zwischen 4 und 6 Grad umspringt, sodass dass die Therme keinen Frostschaden im Winter oder sowas erleidet. Und hier kann ich sogar die Skier reinmachen. Sogar die Skier zum Beispiel, genau, oder Snowboard. Cool. Oder irgendwas anderes. Genau. So, das heißt, die Klappe wird eben hiermit festgehalten. Können wir gerade mal zeigen. So. Das geht denn hier rein. Mach noch mal ein kleines bisschen auf. Und dann hält die. Genau. Okay, das ist gut. Der hat einen Sog mit drin. Ist das Serie gewesen damals? Was nee, das war eine extra einbaut. So, was ist ein Sog? Das können wir mal gerade. So. Hier ist es besser erklärt. Oh. Der wird neu gemacht. Der wird neu gemacht. Okay. Also, man kann es ja kurz erklären. Das hier ist ein Schlauch drin, der Schlauch ist jetzt gerissen, warum auch immer das jetzt passiert ist. Aber dieser Sog hier saugt aktiv die Kassette ab. Das glaube ich ganz interessant. Und dadurch brauchst du keine Chemie. Genau. Also, wenn man will. Wenn man möchte, genau. Und die Gerüche gehen direkt nach draußen und stauen sich, sage ich mal, nicht im Tank. An den Nachbarn. An den Nachbarn in dem Fall. Gott, aber das ist nicht so wild, muss man fairer sagen. Wenn der Sog drin ist, braucht man keine Chemie. Und das ist ein ganz wesentlicher Faktor für viele Leute, weil dann kannst du nämlich alles in die ganz normale Haushaltstoilette entleeren. Ja. Ja, Riesenvorteil, ja. Also wenn du gerade frei stehst. Das hier sind Gasflaschen? Genau, das ist der Gas. Ach hier, guck mal, das ist interessant. Wenn du das mal gerade beschreibst, was ich zeige hier. Grade. Genau, das ist einmal die Duo-Control von Truma. Das heißt, ich kann während der Fahrt beide Gasflaschen sogar angeschlossen lassen. Und sollte eine Gasflasche leer gehen, springt er automatisch auf die nächste. Das passiert ja in der Regel immer im tiefsten Winter nachts, wo man dann die Flasche umklemmen muss. Und durch den Crash-Sensor, den er mit drin verbaut hat, darf er auch während der Fahrt, wie gesagt, angeschlossen lassen. Und man kann auch die Heizung hinten betreiben. Also nochmal, ich habe zwei Flaschen. Ich kann hier sogar die bevorzugte Flasche einstellen. Genau. Wenn eine zum Beispiel leer ist, dass die zuerst leer gemacht werden soll. Das Coole ist aber, es verhält sich wie ein kleiner Gastank. Von der Kapazität her fast. Also, genau. Das heißt, du hast zwei Flaschen zusammen. Aber trotzdem, wenn die eine leer ist, nehme ich mir einfach eine Flasche, kaufe die irgendwo anders, stelle die wieder rein. Und das geht komplett im Prinzip unterbrechungsfrei. Genau. Also wenn ich jetzt zum Beispiel 4 Wochen lang reise und 2 volle Flaschen habe, hat man normalerweise mit Gas gar nichts mehr im Hut. Ah, okay. So, das Heck ist aktuell. Das ist wie das aktuelle Heck. Das ist wie das aktuelle Heck, genau.
Absolut richtig. Hat eine schöne Grafik, die muss man nicht drauf lassen, aber die kommt so mit. Kann man abmachen, wenn man möchte, oder können wir auch abmachen, wenn man das möchte. Ist einfach nur geklebt. Ist nur geklebt. Dann hast du unten, wow, eine riesen Anhängerkupplung. Kann die noch ein bisschen mehr? Oder ist es, ach, die ist am Rahmen fest. Die ist am Rahmen fest, an der Alco-Rahmenverlängerung. So, Stützlaster mal gucken. 150 Kilo? Ja. Meine Fresse, kannst du ja noch einen Roller kannst du noch draufstellen hier, theoretisch. Das ist ein schönes Fahrzeug. Und dann hat er hier die Katzenaugen hier mit drin. Das ist also auch eine feine Geschichte. Aber das Coolste finde ich eigentlich die Rückfahrkamera. Sie ist so klein, dass du sie nicht siehst. Ja. Das ist aber hier in der Klasse ein Muss, oder? Ja, tatsächlich. Gerade in der Größenordnung ist die Rückfahrkamera da oben unverzichtbar. Also hier über dem Hümer-Logo, ich hoffe, ihr könnt das sehen, da ist so ein kleiner Pinuckel. Ja, ist schwer zu sehen gegen das Licht, aber ich glaube, ihr könnt sehen. Ja, er steht auf Mercedes-Benz. Er ist schon von der Optik her, ist der nicht höher? Also guck mal hier, der ist ein gutes Stück höher wie die da hinten. Im Allgemeinen von der Federung, genau. Von der Federung. Ja. Das heißt, es gibt ja hier das Schlechtwegefahrwerk, gibt es ja, ja. Und das könnte sein, dass das drin ist, oder? Weil das ist, guck mal hier, allein hier von der Höhe her, da steht ein anderer daneben, der ist ein gutes Stückchen tiefer. Oder täuscht das? Das täuscht, oder? Wenn du mal von hier aus schaust, täuscht es schon ordentlich tatsächlich. Krass. Ah, der gefällt mir gut von der Optik. Der wirkt so ein bisschen, aber dadurch, dass der natürlich mit der Bereifung und das alles, kriegt er so diesen Offroad-Look, ist nicht so ganz so bieder. Ja, also die meisten sind ja eh nicht bieder. Aber du weißt, was ich will. Genau. So, jetzt gucken wir mal rein hinten. Da ist jetzt ein großes Heckgaragen-Compartment drin. Genau. Und ich habe schon was gesehen, was allen Leuten gefallen wird. Der hat einen Kühlschrank mit automatischer Energieselektion. Da ist ein Klo drin, warum? Sehen wir gleich schon drin. Ah, der hat eine andere Toilette. Nichts sagen, nichts sagen. Ich sag nichts. Genau, sehen wir gleich. Eine Zusatzkassette ist drin. Genau. Also das heißt, man kann die eine voll werden lassen, die stellt man hier hinten rein und hat dann nochmal eine mehr. Das heißt, ich kann damit die Entsorgungszeit massiv verlängern oder die Stehzeit. Genau, genau. So, Außendusche? Ja. Und ein Mini-Kompressor da links daneben. Wo? Wo ist der? An der Seite von hier. Der da. Genau. Was macht man damit? Einfach ein Reifenpannenset, kann man sagen. Okay. So, also die Kassette ist beigelegt hier, weil der Kunde wahrscheinlich direkt von Anfang an ein anderes Klo hat einbauen lassen und dann ist das übrig gewesen. Genau, richtig. Okay, verstanden. Hier oben, was ist das für ein Halter? Das ist ein Halter, jetzt muss ich klar auch überlegen. Schau mal hier auf der Seite, da ist die Kurbel von der Markise. Alles klar. Da ist irgendwas wieder festgemacht. Okay. Das finden wir aber noch raus. So, Beleuchtung hat er auch. Die ist auch an, hier LED. Gut, von beiden Seiten, die ist gleich groß, die Klappe auf der anderen Seite, ja. Gell? Okay. Ja, ziemlich groß. Stell dich mal gerade davor, direkt mal da rein, dass man die Größe sieht. Also eine riesig große Garage. Wie viele Fahrräder? Zwei, drei? Zwei bis drei passen rein. Super, mach mal zu bitte. Und dann zeigen wir mal die Polyvision Fenster, bei dem ein Rahmen mit im Sandwich eingearbeitet ist. Das heißt, die liegen nicht außen auf, sondern das hier ist viel stabiler gebaut wie die anderen Fenster. Ja. Also das ist auch, ich glaube, das muss man auch erwähnen. Thule Omnistor, sag mal, Baujahr von dem? Was ist das ja? Der ist von 2019. 19er? Genau, aus dem Oktober. Krass, der steht da, steht gut da. Also das Außendesign ist tatsächlich auch bis heute noch gleich geblieben. Das siehst du dem Auto gar nicht an. Was ich cool finde, ist hier der Außengasanschluss. Bitte mal beschreiben, was mache ich denn mit dem Außengasanschluss? Zum Beispiel für die direkte Zufuhr, für den Gasgrill oder sowas, damit man da auch bequem unter der Markise grillen kann, ohne an die Gasflaschen zu müssen. Okay, das heißt, der zapft die Gasflaschen an, die im Fahrzeug drin sind. Genau. Das ist der Doppelboden. Dann hast du natürlich eine Stufe mehr. Die ist hier unten drin. Dann hast du hier oben. Ach, du kommst da von oben ran. Genau. Zeig mal, kann ich dir gleich oder jetzt auch zeigen. Ja. Das heißt, man stellt sich daneben. Da habe ich dann nochmal ein Gepäckfach oder was? So, hier Technik. Ist einmal die Technik drunter. Mhm. Ja, da sind auch die Sicherungen. Die Sicherung. Und wenn du jetzt zeig doch mal bitte ganz kurz, heb's noch mal an bitte. Ja. Da ist ein wichtiges Detail, da ist kein Holz drin hier am Boden. Genau. Das ist Schaum, das sieht man auch hier unten. Da kann man es schön sehen, da ist so ein purpurfarbener Schaum drin. Das heißt, sollte das mal nass werden, das macht dem nichts, oder? Das macht dem gar nichts. Natürlich muss man es dann wieder trocknen, das ist, da muss man beim Video immer aufpassen, was man sagt. Aber dann ganz ehrlich, das ist ein 19er und hat die Optik, der könnte so noch übers Band gehen. Helles Holz, viele Weiß, dann das Perlenmotiv an der Seite. Also nicht so, du kennst ja noch Kirsche von damals. Ja, das war hervorragend. Ich finde Kirsche gar nicht schlecht, aber das ist halt nicht mehr zeitgemäß. Längs Einzelbetten. Genau. Schön. Perfekt. Boah, ist das ein... Er riecht gut. Also hier war kein Hund drin.
Zumindest, ich rieche keinen. Also, und es war definitiv ein Nichtraucherauto. Also, so viel kann ich schon mal sagen. Und hier bei Hümer ist immer eine Besonderheit, das habe ich schon gelernt. Wenn hier nämlich die Matratze geteilt ist, dann hast du immer diesen Komfortkleiderschrank. Ja, und er hat sogar die Bettverlängerung. Ich glaube, es müssten 2,12 Meter sein hier, weshalb er hier noch dieses kleine Extra-Stück hat. Das finde ich aber gut, weil das hat es nicht auf jeder Seite, gell? Das heißt, die eine Seite ist sehr lang und die andere ein bisschen kürzer. Ich zeige es mal gerade. Das ist natürlich klasse. Denn ich nutze die wirklich aktiv. Das liegt aber daran, dass die ist zwar 2,12 Meter, aber man fängt ja an, sich zu bewegen auch schon mal. Dann steht ja das Auto ein bisschen schief und dann bist du mit den Beinen direkt dran. Cool ist hier dieser offene Grundriss. Das heißt, du hast jetzt zwar eine Tür, du kannst da, glaube ich, ein Raumbad draus machen oder auch nicht. Zeig mal bitte. Nee, das geht nicht zurück. Okay. Das wird einfach so getrennt. Sag mal, Länge vom Fahrzeug? Wie lang sind wir? Das ist der 6. Jetzt muss ich mal gerade wirklich spicken. 6,99 Meter. Der Stand, haben wir eben gesagt, der Kilometerstand. Kannst du mal kurz schauen? 53.000. Also wenn ihr seht, übrigens, warum ich so etwas angestrengt rede, ich bin gerade hier in meiner Bauchmuskelposition. Wie viel Kilometer? 53.000 Kilometer hat er gelaufen. 53.000, okay. Ja, Badezimmer auch, gucken wir uns gleich an. Der große Tedford-Kühlschrank, auch den mal bitte öffnen. Der ist nämlich von der Seite aus richtig schön zu sehen mit der Getränkeschublade. Also ganz ehrlich, der sieht nicht aus wie ein 19er. Der erinnert mich mehr, das könnte auch ein 23er sein von der Ausstattung. Er wäre auch noch so zu haben tatsächlich. Also es sind Kleinigkeiten, die sich mittlerweile geändert haben, aber auch viele Kleinigkeiten wiederum zu sagen, wie auch wie die kleinen Applikationen sind immer noch gleich. So, dann hat er hier einen Vorhang, kannst dich hier zumachen, absperren. Dann, es gibt übrigens noch einen zweiten Kleiderschrank, den schenken wir uns jetzt. Der ist auf der anderen Seite. Badezimmer mit festen Duschabtrennungen. Oh, und eine Trenntoilette, eine Trilino. Das ist ja geil. Also, das ist, die andere kann man zurückbauen, wenn man sie haben möchte. Könnte man zurückbauen, ja. Ja, also da ist eine, ist es eine Trilino? Ich glaube, ja. Oh mein Gott. Ja, eine Trockentrenntoilette. Muss ich sagen, ich bin ganz großer Fan von der Trockentrenntoilette. Ist nicht jedermanns Sache. Der Vorteil ist, du sparst so viel Wasser. Du sparst Gewicht ohne Ende. Was ja auch ein Thema ist. Ist das Fahrzeug 3,5 Tonnen? Das Fahrzeug ist auf 4,43 Tonnen. 4,43. Zuladung? Ich sag mal, waren about 700 Kilo. 700 Kilo. Okay. Mal kurz gucken. Also hier unten hast du das Rost. Trost musst du rausnehmen, wenn du duschst. Das ist nämlich gleichzeitig Transport. Ich kenne den Grundriss. Ich habe ihn schon benutzt. Schöner Grundriss. Kannst echt gut duschen drin. Also das ist so die Erfahrung. Wenn ich natürlich, ich sag mal, 200 Kilo wiege, wird es eng. Aber bitte. Also es ist jetzt ein Auto, muss man schon sagen, für Leute, die sportlich unterwegs sein wollen. Ein tolles Städtereiseauto, finde ich. Für 4 Personen eher nicht. Also, nee, dann fehlt hier vorne das Hubbett, auch das würde ich weniger empfehlen. Das ist ein 2-Personen-Fahrzeug, dann kannst du unglaublich autark stehen mit dem Auto, wegen dem Fahrwerk, der Bereifung. Also viele brauchen ja den Allrad nie, aber so ein Schlechtwege-Fahrwerk mit den Reifen, ich glaube, die waren hier sehr stark autark unterwegs und nicht auf Stellplätzen, deswegen auch die Trenntoilette. Ja. Das ist, also guckt auf Trilino, ich meine, es ist eine Trilino, ich guck mal gerade noch mal rein vom Einsatz her. Ja, es ist auf jeden Fall, ich glaube, die kostet fast 1000 Euro, die Toilette. Die ja, mittlerweile könnte es noch mehr werden, tatsächlich. Also, plus Einbau. Mit dem Einbau. Ja, das ist also schön. Gut, gehen wir mal auf die Sitzgruppe. Ich bin nicht immer so der große Lederfan, weil diese automotiven Stoffe wirklich sehr, sehr stilecht waren. Dann hat er ein X-Tent Navi drin, er hat einen Schalter. Das ist schon mal eine Geschichte. So, Tempomat ist mit eingebaut. Hier vorne ist ein Verdunklungssystem von Remy. Genau, das ist das gleiche, wie auch heute noch verbaut wird. Mhm. Oder wie die Deutschen sagen, Remis. Remis. Okay. Ja, Preis, was kostet er? Der Wagen liegt bei 97.890. Also 97,8. Ist das marktgerecht? Schon, ne? Ja. Okay, 97,8. Und ungefähr die Laufleistung, was hat er nochmal? 53.000 Kilometer. 53. So, ihr bietet den Wagen an, weil solche Autos kriege ich ja oft. Oh, er hat noch mehr. Hast du gesehen? Hast du die Heizung gesehen? Er hat eine Dieselheizung, hat er drin, eine Autotherm.
Also wer sich da auskennt, wird, also kommt eigentlich aus Russland, aber wird mittlerweile auch in der Türkei gefertigt, ist die europaweit, nee, weltweit meistverkaufteste Dieselheizung der Welt. Das heißt, er hat eine Truma, ich nehme an Gasheizung mit drin, und hat zusätzlich noch eine Dieselheizung mit eingebaut. Das heißt, die waren wirklich autark unterwegs mit dem Auto, oder? Ja. Aber damit habe ich sogar echt wieder was davon gelernt. Ja, ist die Nummer 1 Heizung weltweit. Kannst du nach China fahren, da kriegst du Autothermen, kriegst du überall, überall. Ja. Das ist also nichts gegen jetzt Webasto oder Ebersprecher. Autothermen ist die Mutter aller Dieselheizungen. Also ist, ja, hat er nichts falsch gemacht. Also geht es gerade darum, wenn ich jetzt eine Welttour mache, das Auto hier mitnehme, da kann ich natürlich nach Tunesien fahren mit dem Fahrwerk hier. Ja. Gut, jetzt für ausgedehnte Wüsten-Dünenfahrten würde ich es jetzt nicht einsetzen, da fehlt einfach der Allrad. Aber für alles andere, also Schotterwege, für, ich finde auch das Holz schön. Also es ist wirklich, komm, wir zeigen es. 97.890 Euro. Das Coole ist dabei, ihr seid Hümer Vertragshändler. Ja. Ihr gebt ein Jahr Gewährleistung auf das Auto. Genau. Das ist vielleicht auch wichtig, wenn ich so ein Auto privat kaufe, es passiert irgendwas, kann man schnell ins Geld gehen. Das ist absolut richtig, muss man immer mal überlegen. Wenn man dann, das ist halt kein Paar Schuhe, was man kauft, das ist immer noch ein, ja, sag ich mal, ein Fahrzeug der Luxusklasse. Guck mal hier, die Drehkonsolen, der Sitz, das ist alles von einer anderen Welt hier. Das ist ein spezielles Fahrzeug hier. Also mir gefällt es echt gut, weil das so ein Offroad, allerdings ist es die Doppelbodenklasse, man darf es nicht vergleichen mit anderen Klassen. Also wie heißt der eine Hümer nochmal, der 4x4, der Grand Canyon? Der Grand Canyon oder der 580er MLT. Der 580er MLT ist nicht vergleichbar. Das hier ist die Doppelbodenversion mit viel Komfort, viel mehr Stauraum. Ganz anderes Konzept, was den Aufbau angeht, weil viele werden kommen, oh, kriege ich ja schon für 110, hast du nicht diesen Platz. Ja. Das ist nicht vergleichbar. Und die Optik ist trotzdem schön. Ja, also und zeitgemäß. Ich hoffe, dass die alten Eigentümer das Video sehen, wie ich das Auto huldige gerade. Übrigens auch dieser Vorhang hier, der ist total wichtig, weil das Auto kannst du mit der Autotherm natürlich, mit der Heizung, der Dieselheizung, überall betreiben. Auch bei minus 30 Grad, da brauchst du einfach diesen Vorhang. Und der blockt natürlich auch die Wärme auch sehr, sehr effektiv aus. Also du hast beides. Du hast das Remis, die Verdunklung hier vorne, die ist hier eingebaut. Sowohl hier als auch an der Seite und du hast einen Vorhang. Ja, RAV Stores, also ganz ehrlich, mit der Garantie muss ich sagen, der Motor eh unkaputtbar. Also es ist, ja, kriegst du auch noch kaputt, aber was war denn da für ein Motor drin hier in der Kiste? Warum ist denn stehen genau? 143 PS, ein Vierzylinder. Ja. Okay, 414 CDI. Ach, der kam direkt als 4,1 Tonner. Nee, Quatsch, das sind 4 Tonner mit 140 PS. So ist es. Okay, zusätzliche Gesamtmasse 4430. Wir sind durch. Ja, wir sind bei Niesmann Caravaning zusammen mit Yannick Ring unterwegs. Heute ist der 14. Juni. Das Auto stand noch nicht hier das letzte Mal. Nee, der ist noch relativ frisch angeliefert worden. Ich müsste aber aufs Datum genau schauen. Ja, wer zuerst kommt, mal zuerst. Übrigens, das hier ist VW. Also, ihr könnt da noch verhandeln. Tschüss.